Das Schema jetzt ein bisschen daher, das Schema darüber. So. So, jetzt haben wir ein bisschen zu wenig. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch die Wege. Einmal. Zweimal. Jetzt. Dreimal. Sehr schön. Dann hätte ich gern noch so einen Wahrsage. Oh, ich habe kein Geld mehr. So einen Wahrsageautomaten. Habe ich hier einen Favorit irgendwo drin? Ein Geldautomat hätte ich auch gerne. Ach so. Haben wir einen? Dann hole ich da meinen von da herüben nochmal her. Das müsste der hier sein, oder? Jo. Und wie viel kostest du mich? Okay, ich weiß es nicht. Wie ging das nochmal? Geld. So. Geldautomat. Sifi. Mit Kamera. Bauplan erstellen. Sehr schön. Und jetzt kann ich auch gucken, was das kostet. Und yay. Hier, da müsste es jetzt drin sein. 291. Okay. Und wie viel kostet das Wahrsage? Ein bisschen noch. Ich will das da dazwischen noch rein. So. Es tut mir sehr leid. Ihr müsst hier jetzt leider. Blöde Szenariegruppe. Wege bitte wieder mit Randstein.
Naja. Das geht schon. Das geht schon. So ein Wahrsagerautomat wollte ich noch. Den hier, der kostet 100. Ich habe gerade ein dermaßen verpeiltes Timing. Fällt gerade was ein. So, ich bewerbe jetzt mal diese Ecke. Bestätigen. Hallo, liebes Spiel. Geht doch. Okay. Okay, dann. Spiel hakt gerade, das gefällt mir jetzt nicht so sonderlich gut. Jetzt gehen wieder alle Dinge, alle Attraktionen kaputt. Ja, wenn wir das nicht schon gewohnt wären, würde ich sagen, heute hat sich alles gegen uns verschworen, aber das passiert ja jedes Mal. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich wieder über 1000 im Minus. Nicht mal, wir sind gut. Oder wir werden besser. Nur so nebenbei, wie sieht es eigentlich hier aus? Hier habe ich komplett runtergedreht, da ist nichts drin. Wow. Also die, wo jetzt noch nicht Klassiker sind, die sind mir jetzt nicht so wichtig, aber theoretisch die Klassiker sind, müssten uns eigentlich einen positiven Profit machen, außer das Karussell, darüber kann man jetzt streiten. Aber das hier finde ich jetzt nicht so gut. Was hast du für eine Szeneriebewertung? Du hast eine hundertprozentige Szenerieberatung. Oh, die ist voll. Also ich muss sie teurer machen und nicht billiger. Es beschweren sich wahrscheinlich gleich wieder, weil es zu teuer ist, aber... Der Laden muss ja auch irgendwo von leben. Lieber Techniker, beeil dich mal hier. Yeah, jetzt haben wir gleich wieder unseren Tausender Minus. Yes. Zwar packe ich das jetzt ganz, ganz frech.
Doch, ich glaube, das ist ein guter Platz hier. Wir haben eine neue Herausforderung. Kümmern wir uns gleich drum.